Können Sie sich vorstellen, mitten in der Nacht, vielleicht in jener stillen Spanne zwischen 3 und 5 Uhr morgens, plötzlich hellwach zu sein? Vielleicht fragen Sie sich in diesem Augenblick, ob mehr hinter diesem Erwachen steckt als nur eine unruhige Nacht. In unserer heutigen Diskussion wenden wir uns den mysteriösen Aspekten dieser frühen Morgenstunden zu. Unser Gespräch wird angeregt durch die fesselnden Forschungsarbeiten von Dolores Cannon, die in die Tiefen von Themen wie veränderte Bewusstseinszustände, Regressionstherapie und die ungeahnten Kräfte unseres Unterbewusstseins eingedrungen ist. Ihre bahnbrechenden Entdeckungen und Theorien weisen darauf hin, dass diese Momente des nächtlichen Erwachens möglicherweise weit mehr als bloßer Zufall sind. Sie könnte uns einen verborgenen Schlüssel zu tieferen, vielleicht sogar metaphysischen Aspekten unseres Seins anbieten. Dolores Cannon, eine Pionierin auf ihrem Gebiet, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Grenzen des Verständnisses darüber, wie unser Geist und unsere Seele funktionieren, zu erweitern. Ihre intensive Forschung beleuchtet, wie sich unsere Bewusstseinszustände über den Tag hinweg verändern und wie diese Veränderungen uns in Kontakt mit einer weitreichenden spirituellen Ebene bringen können, die normalerweise verborgen bleibt. Ihre Arbeit hat aufgezeigt, dass diese frühen Stunden des Erwachens, oft stigmatisiert als unerwünschte Schlafstörungen, in Wahrheit einzigartige Fenster zu einer Welt jenseits unserer alltäglichen Erfahrung sein könnten. Cannon hat uns ein reichhaltiges Vermächtnis hinterlassen, das uns einlädt, die tieferen Bedeutungen hinter diesen nächtlichen Momenten der Klarheit und Wachheit zu erkunden. So stehen wir jetzt an der Schwelle, tiefer in die verborgenen Geheimnisse einzutauchen, die sich hinter diesen Momenten des Erwachens verbergen könnten. Was, wenn sie nicht nur einfache Unterbrechungen unseres Schlafes sind, sondern Einladungen zu einer Reise in unser innerstes Selbst und darüber hinaus? Heute werden wir versuchen, diesen Fragen auf den Grund zu gehen und möglicherweise neue Einsichten in unser eigenes geistiges und spirituelles Wachstum zu gewinnen. Punkt 1. Die Grenzen zur anderen Welt werden durchlässiger. Lasst uns eintauchen in die spirituelle Bedeutung des Erwachens zwischen 3 und 5 Uhr morgens. Cannon hat uns eine interessante Theorie geliefert, die Vorstellung, dass der Schleier zwischen unserer physischen Welt und der spirituellen Ebene dünner wird. Das ist besonders um 3 Uhr nachts stark ausgeprägt, eine Zeit, die oft als Hexenstunde bekannt ist. In diesem magischen Moment verschwimmen die Grenzen zwischen unserem täglichen Leben und der spirituellen Welt ein wenig. Viele Kulturen und spirituelle Überzeugungen betrachten diese Zeit als ideal für verstärkte spirituelle Aktivität und Wachsamkeit. In ihrer metaphysischen Forschung beschrieb Cannon diese Momente als wertvolle Chancen für eine tiefgreifende spirituelle Erweckung. Stellt euch das vor. Euer Bewusstsein wird intensiver. Eure Intuition fängt Signale aus allen Richtungen auf und verbindet euch mit den unsichtbaren Aspekten unserer Welt. Diese frühen Morgenstunden sind jene, in denen wir am empfänglichsten für Botschaften und Führung von höheren Ebenen sind. Es wird angenommen, dass in dieser Zeit die Interaktion mit der spirituellen Welt intensiver und direkter ist. Vielleicht spürt man stärker die Nähe von Schutzengeln, erhält bedeutungsvolle Botschaften in Träumen oder erlebt unerklärliche spirituelle Erfahrungen. Cannons Arbeit beleuchtet die Rolle von spirituellen Führern und Engeln. Deshalb könnte das Erwachen in diesen frühen Stunden ein Impuls von diesen Wesenheiten sein, die uns Führung, Unterstützung oder vielleicht einen Hinweis für unseren spirituellen Weg geben. Sind diese morgendlichen Weckrufe um 3 Uhr nicht vielleicht ein wichtiger Bestandteil eures spirituellen Weges? Zweiter Grund: Jemand ruft Sie. Hatten Sie schon einmal das Gefühl, in den frühen Morgenstunden etwa zwischen 3 und 5 Uhr wegen einer besonderen Art von Energie aufzuwachen? Es gibt da eine Theorie, dass unsere Sensibilität für die Energien anderer in diesen stillen Stunden am stärksten ist. Alles ist so ruhig und friedlich, ideal, um diese feinen Schwingungen zu spüren. Cannon hat betont, dass unsere Gedanken und Gefühle mehr sind als nur innere Regungen. Sie sind Energien, die über spirituelle Ebenen wandern und uns auf Weise verbinden, die über einen Anruf oder eine Textnachricht hinausgehen. Wenn Sie also zu diesen Zeiten aufwachen, könnte das weniger zufällig sein, als Sie denken. Möglicherweise denkt jemand intensiv an Sie, vermisst Sie oder benötigt Ihre Hilfe,
und sendet eine Art energetischen Notruf. Cannon empfahl, in solchen Momenten auf unsere Intuition zu hören. Denken Sie an die Menschen in Ihrem Leben. Könnte es sein, dass jemand versucht, Sie auf einer tieferen Ebene zu erreichen? Auf solche Signale zu reagieren, kann Beziehungen stärken und für Klarheit und Trost sorgen. Wenn Ihnen jemand in den Sinn kommt, während Sie zu solchen ungewöhnlichen Zeiten erwachen, sehen Sie es als ein Zeichen. Es könnte eine feine, aber tiefe Verbindung sein, bei der eine Seele zur anderen spricht. Dritter Grund: Kanal für kreative Ideen. Die ruhigen frühen Morgenstunden, besonders zwischen 3 und 5 Uhr, werden oft als eine Zeit betrachtet, in der das Universum uns mit kreativen und innovativen Ideen beschenkt. Cannons Forschungen heben diese Stunden als eine Quelle der Inspiration hervor. Unser bewusstes Denken ruht, während unser Unterbewusstsein beginnt, sich auf etwas Größeres einzustellen und so einen Kanal für einzigartige Ideen öffnet. Diese Ideen sind laut Cannon eng mit unserem höheren Zweck oder spirituellen Pfad verbunden. Diese Einfälle sind wie kosmische Impulse, die uns zu Handlungen oder Entscheidungen anregen, die mit unserer Seelenreise harmonieren. Ein Notizbuch neben Ihrem Bett zu haben, um diese Gedanken festzuhalten, kann enorm hilfreich sein. Sie sind nicht einfach nur flüchtige Einfälle. Sie sind Chancen für persönliche Entwicklung. Im Einklang mit Cannons Überzeugung, dass das Unterbewusstsein unsere Realität formen kann. Diese Einblicke in den frühen Morgenstunden sind weit mehr als zufällige Gedanken. Sie leiten uns auf unserem Weg zur spirituellen und persönlichen Entfaltung. Vierter Grund: Eine Zeit tiefgreifender Spiritualität. Viele Menschen finden sich in den frühen Morgenstunden zwischen 3 und 5 Uhr wach, und Cannon war der Meinung, dass diese Zeit eine besondere spirituelle Bedeutung hat. Es ist eine Phase, in der die Ablenkungen des Alltags verblassen und uns die Möglichkeit geben, eine tiefere Verbindung zu unserer spirituellen Seite aufzubauen. Diese Stunden sind mehr als nur zum Schlafen da. Sie bieten Potenzial für Wachstum und Erkenntnis. Cannon betrachtete diese Zeit als ideal für Selbstreflexion und Meditation. Es ist ein heiliger Moment, um in Kontakt mit uns selbst und dem Universum zu treten, abseits des täglichen Trubels. Es ist die Zeit, in der wir über die großen Fragen des Lebens nachdenken und offen für Antworten sind, die in der Stille auftauchen können. Aufwachen zu dieser Zeit kann ein Aufruf zur spirituellen Erweckung sein, eine Einladung, unser Bewusstsein und das Universum zu erforschen, in Stille zu reflektieren und die tiefgründige Weisheit zu suchen, die im frühen Morgenlicht erwächst. Fünfter Grund: Astralprojektion. Jetzt kommen wir zu einem wirklich außergewöhnlichen Thema, der Astralprojektion. Dieses faszinierende Konzept, das stark in Dolores Cannons Lehren verankert ist, gibt uns eine spannende Erklärung dafür, warum wir uns manchmal zwischen 3 und 5 Uhr morgens wach finden. Cannon, eine Pionierin in der Metaphysik, betrachtete die Astralprojektion als einen wesentlichen Bestandteil auf dem spirituellen Pfad. Sie verband diesen speziellen Zeitraum mit der Möglichkeit zur Astralprojektion und stellte fest, dass es eine optimale Phase für unseren Geist sein könnte, um sich auf eine kleine kosmische Reise zu begeben. Laut Cannon ermöglicht uns die Astralprojektion, über unsere physische Existenz hinaus in andere Dimensionen zu reisen. Stellen Sie sich vor, Menschen berichten in Regressionssitzungen von ihren Abenteuern in unbekannten Welten, sammeln Weisheiten und Einsichten, die im normalen Wachzustand unzugänglich sind. Diese astralen Reisen sind mehr als nur spannende Erzählungen. Sie sind entscheidend für unsere persönliche und spirituelle Entwicklung. Menschen bringen oft tiefe Erkenntnisse aus diesen Erfahrungen mit, die auf andere Weise nicht erreichbar wären. Es ist, als würden wir einen verborgenen Teil des Universums entschlüsseln. Cannon empfahl stets eine sichere Erkundung und das Führen eines Tagebuchs über diese Reisen, im Einklang mit ihren Lehren über das Unterbewusstsein und dessen Rolle in unserer spirituellen Transformation. Es ist ein Weg, unser Bewusstsein sowie das Universum zu erkunden und zu verstehen. Sechster Grund: Kommunikation mit dem Schutzengel. Ein weiterer berührender Aspekt des Aufwachens in diesen geheimnisvollen Stunden könnte die Interaktion mit Ihrem Schutzengel sein. Haben Sie schon einmal bemerkt, dass Sie zu einer bestimmten Zeit, wie um 3:33 Uhr morgens, erwachen? Das könnte mehr als nur Zufall sein.
Viele spirituelle Traditionen interpretieren diese genaue Uhrzeit als einen Versuch ihres Schutzengels, mit ihnen in Kontakt zu treten. Sie werden als himmlische Begleiter betrachtet, die uns mit Weisheit und Unterstützung auf unserem Lebensweg begleiten. Das Aufwachen zu einer so spezifischen Zeit, möglicherweise sogar wiederholt, könnte ein Zeichen von diesen himmlischen Wesen sein. Stellen Sie sich das vor, wie ein sanftes, leises Anklopfen Ihres Schutzengels, der Ihnen gerade dann Rat oder Antworten bietet, wenn Sie am empfänglichsten dafür sind. Dies ist besonders bedeutsam, wenn Sie durch Gebet, Meditation oder das Setzen von Absichten nach Führung gesucht haben. Aufzuwachen zu dieser Zeit könnte Ihre Art sein, darauf zu reagieren und Ihnen zu zeigen, dass Ihre spirituellen Bitten gehört werden. Das Gefühl der Anwesenheit Ihres Schutzengels in diesen frühen Stunden kann unglaublich tröstlich sein. Es ist eine Erinnerung daran, dass Sie nicht allein sind und dass es höhere Mächte gibt, die über Sie wachen und bereit sind, Unterstützung und Führung zu bieten. Ob es sich um plötzliche Einsichten, ein friedvolles Gefühl oder sogar eine Vision handelt, diese Begegnungen können ein tiefes Gefühl von Komfort und Klarheit bringen, besonders wenn Sie nach Antworten suchen oder mit den großen Lebensfragen ringen. Es ist eine wunderschöne und tiefgründige Erkenntnis, dass unsere Schutzengel in unseren Momenten der Verletzlichkeit genau da sind, um uns durch die Komplexitäten des Lebens zu führen. Siebter Grund: die Notwendigkeit von Selbstmitgefühl. Lassen Sie uns über etwas sprechen, das uns allen am Herzen liegt: die Wichtigkeit von Selbstmitgefühl. Kennen Sie diese Momente, wenn Sie zwischen 3 und 5 Uhr morgens aufwachen und sich mit Gedanken quälen, nicht gut genug zu sein? Es könnte sich herausstellen, dass dies ein sanfter Hinweis des Universums ist, Ihnen zu zeigen, dass Sie zu hart zu sich selbst sind. Viele von uns stellen hohe Ansprüche an sich selbst, sowohl beruflich als auch privat, und erleben Stress und Frustration, wenn wir diesen nicht gerecht werden. Wenn Sie in diesen frühen Stunden aufwachen, könnte es an der Zeit sein, über diese unrealistischen Erwartungen nachzudenken, die Sie an sich und andere stellen. Dies kann zu Enttäuschung, Stress und sogar Vertrauensproblemen in Beziehungen führen. Diese ruhigen Morgenstunden bieten die perfekte Gelegenheit für eine besinnliche Selbstreflexion. Sie laden zu einem ehrlichen Gespräch mit sich selbst ein, um zu erkennen, dass Unvollkommenheit okay ist. Es ist ein Moment, um Selbstvergebung zu üben, zu akzeptieren, dass es menschlich ist, nicht immer den hohen Erwartungen gerecht zu werden, die wir an uns selbst stellen. Es geht darum, zu lernen, sich selbst zu vertrauen, ihre Verletzlichkeiten anzuerkennen und Stärke in ihnen zu finden. Achter Grund: spirituelles Erwachen um 13 Uhr. Zum Schluss widmen wir uns dem spirituellen Erwachen, das oft mit dem Aufwachen um 30 Uhr morgens in Verbindung gebracht wird. Diese Stunde wird in vielen spirituellen Traditionen als besondere Zeit angesehen. Ein Moment, in dem der Schleier zwischen unserer Welt und der spirituellen Dimension am dünnsten ist. Es ist eine Zeit, in der die Ablenkungen des Alltags verstummen und eine klarere spirituelle Verbindung möglich wird. Das Aufwachen um 3 Uhr könnte ein Zeichen sein, dass Ihr Schutzengel oder das Universum selbst versucht, Ihnen eine wichtige Botschaft zu übermitteln. Es könnte sich in Form von Intuition, plötzlichen Einsichten oder einem bedeutungsvollen Traum zeigen. Dieses spirituelle Erwachen ist auch eine Einladung zur persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung. Es ist ein Aufruf, Ihren spirituellen Weg tiefer zu erforschen und über die großen Fragen des Lebens nachzudenken. Somit schließen wir unsere Erkundung der Gründe für das Aufwachen zwischen 3 und 5 Uhr morgens ab. Denken Sie daran, dass diese Momente mehr als nur Unterbrechungen des Schlafes sind. Sie bieten Gelegenheiten für tiefgreifende Selbstreflexion, um auf einer spirituellen Ebene mit Ihren Liebsten in Kontakt zu treten und Führung von Ihrem Schutzengel zu erhalten. Wenn Sie sich das nächste Mal in diesen mystischen Stunden wach finden, nehmen Sie sich einen Moment, um zu überlegen, was das Universum Ihnen vielleicht sagen möchte. Diese frühen Stunden könnten den Schlüssel zu spirituellem Wachstum und Erleuchtung in sich tragen. Öffnen Sie Ihr Herz und Ihren Geist für diese Möglichkeiten und lassen Sie sie Ihren spirituellen Weg leiten. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich Ihnen von Herzen für Ihre kostbare Zeit und Ihre aufmerksame Begleitung danken. Die Reise, die wir gemeinsam unternommen haben, war nicht nur eine Quelle der Erkenntnis, sondern auch eine Gelegenheit, wertvolle Verbindungen zu schaffen.
Unsere heutige Diskussion hat hoffentlich neue Horizonte eröffnet und Ihr Interesse geweckt. Es ist immer unser Ziel, informative und inspirierende Inhalte für Sie zu erstellen. Um uns dabei zu unterstützen, gibt es einige Möglichkeiten. Ein einfaches Gefällt mir oder ein kurzer Kommentar, sei es hier auf unserer Plattform oder auf unseren anderen sozialen Medien, kann eine erhebliche Auswirkung haben. Es ist eine Möglichkeit, uns zu zeigen, dass Sie unsere Arbeit schätzen und sie hilft uns, weiterhin relevante und fesselnde Inhalte zu produzieren. Für diejenigen von Ihnen, die noch nicht Teil unserer Gemeinschaft sind, laden wir Sie herzlich ein, sich anzuschließen. Indem Sie den Abonnieren-Button drücken, bleiben Sie immer auf dem Laufenden über unsere neuesten Veröffentlichungen, Live-Events und exklusiven Inhalte. Ihre Unterstützung als Teil unserer Community bedeutet uns sehr viel. Unser Ziel ist es, Sie nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft zu inspirieren und zu bereichern. Wir schätzen Ihre Loyalität und freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin möchten wir Sie ermutigen, neugierig zu bleiben und sich mit anderen Wissenshungrigen zu verbinden. Auf Wiedersehen und bis bald.